Leute, ich habe gerade Feierabend gemacht und das bedeutet, es steht eine Woche Urlaub an. Ich werde den Kevin jetzt abholen und wir haben diese Woche was ganz Besonderes vor. Wir werden an einen See fahren, wo wir beide noch nicht waren. Wir werden die Nacht durchfahren, weil wir versuchen werden, morgen im ersten Sonnenlicht schon nach den Fischen zu suchen. So, dann auf dem Weg zum Kevin mache ich noch halt im Subway und dann geht es auf Richtung Frankreich. Leute, wenn ihr Bock habt auf französisches Abenteuerangeln, dann seid ihr hier genau richtig. Kevin und ich hatten mal wieder Lust, an ein sehr, sehr großes Wasser zu fahren. Und ganz ehrlich, der Angeldruck in Frankreich in den letzten Wochen, der war so enorm hoch. In Deutschland kommt der Frühjahr nicht zur Potte. Also eigentlich haben wir jetzt schon Mitte, Ende Frühjahr. Aber ganz ehrlich, hier im Westen Deutschlands haben wir noch kein Frühjahr gesehen. Und deswegen fahren wir jetzt an einen Riesensee. Da hat man alles im Boot und dann springt der Motor nicht an. Jawohl! Ja, erste Nacht und erster Morgen ist rum. Gestern Morgen haben wir zwei Franzosen kennengelernt. Die haben uns einen Bereich durchgegeben, wo die Fische wohl jetzt im Frühjahr stehen sollen. Und das hat sich auch mit dem gedeckt, was wir uns gedacht haben. Der Wind drückt hier rein in die Bucht. Die Bucht ist so, ich schätze mal 300, 400 Hektar, vielleicht auch 500 Hektar groß. Aber in diesem Riesensee ist das echt klein. Wobei das halt immer noch sehr, sehr groß wirkt. Wir haben dann uns eine Stelle ausgesucht hier in dieser Bucht, weil es eigentlich auch nur zwei Stellen gab. Von der Stelle hier aus haben wir mehr Möglichkeiten. Und deswegen haben wir uns hier für die Stelle in der Bucht entschieden. Sind dann gestern länger mit dem Boot rumgefahren, haben versucht, die Fische zu finden. Hat aber gar nicht funktioniert. Es war recht windig, also der Wind baut sich über diese lange Fläche hier extrem auf. Das Wasser war sehr aufgewühlt, an Drohne fliegen war auch nicht zu denken. Also haben wir ganz auf unser Bauchgefühl gehofft.
Und dann ist gestern Abend tatsächlich auch eine Route abgelaufen, die Route vom Kevin auf einer Sandbank, wo wir auch schon dachten, dass das eine echt heiße Route ist. Aber den Fisch haben wir leider hier im Kraut verloren. Also das Kraut ist wirklich, das ist heftig. Also das habe ich so in der Form auch noch nicht erlebt. Also wenn man da in dem Kraut festhängt, das ist wie, als würde man in der Wurzel hängen. Ich habe gestern nur drei Routen geangelt. Ich mache jetzt hier gerade die vierte Route parat. Die lege ich auf die tiefe Kante, wenn man tief sagen kann. Also hinter uns ist eine Bucht, da darf man nicht reinangeln. Da ist ein Ausläufer, dann kommt eine Sandbank, da angelt der Kevin raus. Und ich angel rechts in die große Bucht, von der ich eben erzählt habe. In die große Bucht angel ich rechts rein. Mit einer Route liege ich auf 4 Meter auf der leichten Kante. Und mit der werde ich jetzt noch ein bisschen weiter dahinter gehen. Werde mal gucken, ob ich was Tieferes finde. Und mit den rechten beiden Routen angel ich an das rechte Ufer, an Totholz heran, in kleinen Krautlöchern. Wovon dann die linke Route die ist, die heute Nacht dann auch einen Fisch gebracht hat. Ja, und jetzt geht's weiter. Wir sind angekommen. Mal gucken, wie es weitergeht. Hektar. Was für ein schöner kleiner Schuppi. Start ist gemacht. Der kam auf dem Subzym Suite. Als Schneemann. So kannst du losgehen. Ich bin echt happy. Ich hoffe, es geht weiter so. Weiter Fisch für uns. Route lag auf 400 Meter. Ich glaube, der Fisch hing, glaube ich, 3 bis 4 Mal fest. Volles Rohr im Kraut. Thomas hat mir super geholfen. Jedes Mal die Schnur angefasst und gezogen und gerupft. Und dann irgendwann war der frei, der Fisch, und ich konnte ihn frei drillen. Das Kraut ist hier richtig brutal. Also sowas hatten wir selber noch nicht. Thomas hatte das noch nicht. Ich hatte das noch nicht. Und wir haben an sehr vielen Krautseen gefischt. Aber das ist richtig, das ist jedes Mal, als hättest du irgendwie eine Wurzel dran oder irgendwas anderes. Aber den haben wir gekriegt. So, wir müssen jetzt weitermachen. Der Fisch kam auf den Zapfen Fisch. 20 mm. Und den lassen wir jetzt schnell wieder rein. Und dann geht's weiter. Ja, wir fahren zwei verschiedene Futterstrategien. Die eine Strategie ist, weil wir hier viele Welse vermuten, wollen wir versuchen, an den Welsen vorbeizuangeln. Und das machen wir mit dem Sweet, also mit dem süßen Boilie. Dafür nehmen wir die Sweet in 20 mm. Ich bin aber immer ein großer Freund davon, verschiedene Größen zu angeln. Deswegen packen wir auch noch 24er mit rein. Die sind auch selektiver als die 20er sind. Da es aber darum geht, auch die Fische zu locken und maximal zu locken, nehmen wir auch den Supreme Sweet als Subzym-Variante. Der ist enzymatisch aufbereitet, und zwar sind die Kohlenhydrate
enzymatisch verarbeitet in Monosaccharide, also in Einfachzucker. Und das sind Stoffe, die die Fische detektieren können. Das mischen wir alles im Verhältnis, im gleichen Verhältnis, also alles ein Drittel. Und das Ganze begießen wir dann noch mit dem Supreme Sweet Liquid. Und fertig ist die Geschichte. Also eigentlich eine ganz, ganz einfache Nummer. Und damit sind wir ganz gut gefahren. Ah, wie cool ist das denn? 3600 Hektar und die Fische ziehen so langsam bei uns in die Bucht rein, haben wir das Gefühl. Als wir angekommen sind, hat es geregnet, es war recht kühl, jetzt wird es warm und ich glaube, wir sind genau an der richtigen Stelle. Was für ein tolles Tier. Ich hoffe, es geht weiter so. Mal schauen, ob die arbeiten hinter uns. Wir sitzen hinter einem recht großen Hafen und da sind heute irgendwelche Bauarbeiten. Mal gucken, ob die es zulassen, dass wir dieses Video jetzt drehen. Es ist zeitweise echt laut. Aber lass uns mal kurz über den gestrigen Tag sprechen. Also wir sind, glaube ich, beide sehr verwundert, dass wir so schnell auf Fische gestoßen sind. Definitiv. Ich meine, der See hier ist riesig. Und wir konnten die Fische nicht suchen, wir konnten nur nach unserem Bauchgefühl gehen. Und dafür hatten wir gestern, ich glaube, wir hatten 6 Bisse. 3 Fische haben wir gefangen, 4 Fische haben wir gefangen, 2 haben wir verloren. Ja, ein bisschen Pech gehabt, glaube ich auch. Ne? Ja, also, ich denke auch. Also wir angeln ja quasi 200 Meter am Ufer entlang. Und dazwischen ist so ein heftiges Krautfeld, wo wir niemals dachten, dass die Fische dann ans Ufer schwimmen, wo die Snacks dann sind. Ja. Hat beim ersten Fisch auch perfekt funktioniert. Der ist einfach im Kraut stehen geblieben, so wie man das auch kennt. Jetzt beim zweiten Fisch aber nicht. Normalerweise die Fische, alle Läufe, die wir hatten, da piept es 2-3 Mal. Ab und zu hast du hier im Full Run, aber der bleibt dann auch stehen und ist dann im Kraut fest, der Fisch. Ja, also, beziehungsweise den zweiten Fisch, da können wir auch noch von erzählen, den wir verloren haben. Ja, ja, erzähl das war mal. Eine geile Idee mit dem gelben Pop-up, aber hinten raus vielleicht doch nicht so schlau, weil bei den Bedingungen, also ich benutze mein Pop-up-Rig eigentlich immer sehr, sehr gerne mit vollstem Vertrauen, auch vor Hindernisangelei, aber hier ist es was anderes. Die Fische setzen sich in dem Kraut fest und das ist, als würden die in einem Baum hängen. Also das ist der Wahnsinn, was für ein festes Kraut das ist. Und so soll es dann natürlich auch passieren. Ich habe ein kleines Stück von einem monophilen Anteil bei mir am Pop-Up-Rig und das ist dann natürlich leider gekappt im Kraut. Ja, das war unser Wecker heute Morgen um 7 Uhr. 20 mm Zapzym, Fischboili. Ja, wir sind richtig happy. Ich bin richtig happy. Also das hier richtig, richtig starke Teamarbeit, was wir hier ableisten. Ja, und wir machen direkt weiter. Fisch soll schnell wieder zurück ins Wasser und wir geben Gas. Oh,
geiles Teil, ey. Jetzt zu den Fischen, das waren alles recht kleine Fische. Wir machen aber weiter und wir sind überzeugt davon, dass wenn wir weiter durchziehen mit der gleichen Taktik, wie wir sie bisher fahren, dass irgendwann auch die dicken Fische kommen. Wir haben gestern ging es vom Wind her, haben wir die Drohne steigen lassen können und rechts in dem Bereich, tief in der Bucht drinne, wo wir nicht hinangeln können, da ist auch keine andere Angelstelle, da ziehen die Fische aktuell gerade rein. Das Wetter ist gut, es ist warm, die Fische werden sich langsam zum Laichen sammeln und wir werden in den nächsten Tagen versuchen, die Fische, die in die Bucht reinziehen, abzufangen und einen richtig, richtig dicken Fisch zu fangen.